Hallo und herzlich willkommen zum hochintensiven Intervalltraining heute mit mir. Ich bin Till, mit dabei habe ich die Valerie und die Anne. Es wird anstrengend, in 20 Minuten versuchen wir unseren Puls so oft wie möglich, so hoch wie möglich zu pushen. Keine Sorge, wenn du zu Hause nicht springen willst oder einfach das Ganze ein bisschen ruhiger angehen lassen willst, zeigt einer von uns immer die Optionen pro Track. Wir haben ein bisschen kurze Pausen dazwischen. Und ganz, ganz wichtig, es ist euer Workout, heißt, ihr macht euer Tempo und orientiert euch gar nicht an uns, wie schnell wir das machen oder langsam, sondern ihr macht euer Ding und könnt es auch zu Hause dann einfach wiederholen, wenn ihr ein bisschen mehr Routine habt. Gut, dann starten wir mit unserem Warm-up mit Squats am Platz, Squat, Knee, Squat und Knee. Wir drehen uns hier immer. Das ist ein ganz kurzes Warm-up. Und dann wechseln wir in die Lunges, nach hinten, rück und rück. Wir drehen auch hier die Brust über das vordere Bein, bringen das Knie so weit wie möglich nach unten. Und es geht um den Puls hochzubringen, okay? Wir wechseln ins Jog, easy. Okay. Hier sind wir jetzt also, Puls noch entspannt. Ihr könnt das Ganze am Platz laufen machen oder joggen. Nächstes Level, Knie nach oben. Wir haben ungefähr 2,5 Minuten, um den Puls so um die 130, 140 zu bringen. Das ist die gelbe Zone. Okay, Skater. Easy, beugt das Knie, landet weich. Und dann kommen wir schon ganz schön ins Schnaufen. Burpees, langsam. Squat, Plank, Squat, hoch. Immer durch den Squat. Und wenn ihr euch gut fühlt, ein bisschen schneller. Kein Sprung, ne? Der Sprung kommt jetzt. Ein Sprung, eine weiche Landung und Bauch ist super fest die ganze Zeit. Option ohne Sprung, jederzeit. Side Shuffle. Runter, runter. Bleibt tief. Wir machen alle Bewegungen, fast alle, die wir im Workout brauchen, einmal im Warm-up durch. Stopp, auf den Boden. Push-Ups, tief und hoch, auf den Knien oder auf den Zehen, Brust auf Ellenbogenhöhe, dann habe ich einen mehr, Push-Up, Knee, Push-Up, Knie. Wir sind gleich da, stopp, okay, kurze Pause. Wir kommen zu unserem ersten erweiterten Warm-up, um den Puls richtig weit nach oben zu bringen. Eine Leiter, das heißt, wir starten mit einem Lunge, rechts, links, ein Speedjack. Danach zwei Lunges, rechts, links, zwei Speedjacks und so weiter, bis wir oben an der Leiter angekommen sind in 60 Sekunden. Das heißt, ihr wählt selber, wie weit ihr nach oben klettert. Okay. Wichtig, zählt eure Wiederholungen. Die brauchen wir im Verlauf der nächsten Übung, okay? Gut. Wir warten auf den Countdown. Dann geht's los. Ein Lunge rechts, links. Ein Jack. Und los. Eins. Ein Speedjack. Zwei davon. Zwei Speedjacks, dann drei und drei. Beim Lunge landet ihr weich, Knie Richtung Boden, Brust aufrecht. Dann bei den Speedjacks nur auf den Fußballen, der Oberkörper bleibt wieder aufrecht und ganz ruhig. Option ist einfach nur der Step nach hinten. Weiter Step. Beim Speedjack ist es nur ein Tap zur Seite. Puh.
schon gleich rum. Ich bin bei 5, 4, 3, 2, 1. Wie viel? Rest. 6. Wie viel? Auch 6. Okay, das heißt, ich mache auch 6. Wir arbeiten uns jetzt von oben wieder nach unten. Von 6 Wiederholungen wollen wir auf die 1 kommen. Wenn wir da sind, sind wir raus. Dann haben wir Pause. Atme nochmal tief durch. Es geht also um Geschwindigkeit. Macht euch bereit. Von oben nach unten. Work. Wenn ihr schneller sein wollt, bleibt hier tief, bewegt die Füße schneller und bei den Jacks nur raus und rein. Ihr wollt so schnell wie möglich wieder nach unten kommen von eurer Wiederholung, ja? Geschafft? Sehr gut. Das heißt, ihr werdet mit jeder Runde besser. Aber einen habe ich noch. Und zwar nochmal die Leiter von 1. Gleiche Übungen auf die Wiederholungszahl, die ihr gerade hattet. Dann wieder nach unten. Und das ist Verschärfung nach jeder Wiederholung. Ein Burpee, wenn ihr wollt. Ja? Ein Lunge, ein Speedjack, ein Burpee. Es gibt keinen Down, keinen Countdown. Den gebe ich euch. 4, 3, 2, go! Also 2 und ein Burpee. Wir arbeiten uns wieder auf 6 hoch. Ihr zu Hause auf die Wiederholungszahl, die ihr gerade hattet. Das Ganze geht 2 Minuten. Ihr habt also das Doppelte der Zeit, aber eine kleine Verschärfung drin. Wenn ihr merkt, ihr braucht eine Pause, lasst den Burpee weg und wechselt in die Backward Stepping Lunges. Hauptsache, der Puls geht hoch. Okay, ich bin bei 6, das heißt, ich gehe wieder runter. Wir haben noch ein bisschen weniger als eine Minute. Wir machen das so lange, bis die Musik aufhört. Ready to go mad, start shooting up the place. Sind wir noch? Schon fertig? Dann verdienen Sie die Pause. Fertig. Egal, ob ihr es geschafft habt oder nicht, macht überhaupt nichts. Hauptsache, ihr trainiert richtig. Wir kommen zu einer neuen Übung, Pyramide. Wir starten mit einer Übung für 30 Sekunden. Danach fügen wir noch eine Übung hinzu, dann noch eine und dann noch eine. Wir arbeiten uns nach oben und dann wieder nach unten. Die Zeit und die Wiederholung ändern wir während dem Track, aber das erkläre ich dann dabei. Ich hoffe, ihr seid auch so nass zu Hause. Option zeigt diesmal
Anne. Okay, wir warten wieder auf unseren Countdown. Wir starten. Erste Runde einfach mit Skatern. Rechts, links. 4, 3. Euer Tempo. 2, 30 Sekunden. Erste Runde. Work. Wie schon im Warm-up, beugt jedes Knie bei der Landung, nehmt den Arm raus, stoßt euch wieder rüber oder ihr lasst den Sprung weg, aber bleibt tief. Damit trainieren wir mehr unsere Beine, weniger das Herz. 4, 3, 2, 1. Stopp. Die nächste Übung, die dazu kommt, ist ein Squat Jump. Heißt, wir machen 2 Skater, 2 Squat Jumps. Dann wieder Skater, dann wieder Squat Jumps. Immer 2. 45 Sekunden diesmal. 2 davon, 2 Jumps. Dann wieder in die Skater. Okay, neue Übung sind die Squat Jumps. Heißt, wir springen und landen tief. Knie dabei nach außen und stoßt euch durch den Boden ab. Ja? Um bei den Skatern ein bisschen schneller zu werden, explodieren wir von rechts nach links. 45 Sekunden, gehen wir zu 60. Neue Übung, die dazukommt, Push-Up, Knee. Diesmal 3 Übungen. 3 Skater, 3 Squat-Jumps, 3 Push-Ups mit Knee. Okay, 60 Sekunden, 3, 3, 3. 2, 3. 1, 2, 3. Auf den Boden. Push-up, Knee. 2, 3. Dann wieder von vorne. Okay, stoßt euch von hier nochmal von tiefer aus nach oben und landet. Beim Push-up gerne auf die Knie. Und lass das Knie einfach weg. Beim Push-Up nur Brust auf Ellenbogenhöhe, dann wieder nach oben. 2, 1. Okay, wir sind auf der höchsten Stufe unsere Pyramide angekommen. Eine Bewegung fehlt noch. High Knee Runs. 4 Stück. 4 Skater, 4 Squat Jumps, 4 Push-Ups, 4 High Knee Runs. Rechts, links zählt nur als 1. Ja? Höchste Stufe, danach wird es einfacher. Und dann noch die High Knee Runs mit Armen nach oben. 4. Das ist das längste Set. 1 Minute 15 Sekunden. Das heißt, wenn ihr hier durch seid, wird es nur leichter. Wir sind wieder bei 3 Übungen angekommen. Bedeutet, wir schmeißen die Skater weg
starten nur noch mit 3 Squat Jumps, 3 Push-Ups, 3 High Knee Runs. Zeit 15 Sekunden kürzer bei 60 Sekunden. Wir starten in Squat Jumps, das heißt tief, Jump. 3 Stück auf dem Boden. Eins, zwei, drei. Okay, ich verrate euch ein kleines Geheimnis, um hier ein bisschen schneller zu werden. Ihr landet tief, kommt direkt in die Push-Up. Hier zieht ihr das Knie aktiv nach vorne. Dann direkt wieder hoch, Bauch fest an, zack, zack. Optional bringt ihr die Knie ganz nach vorne und trainiert die Brustmuskeln so. Wir haben nur noch 2 Push-Ups mit oder ohne Knie, 2 High Knee Runs. Sekunden. Atmet nochmal durch. Die Pause ein bisschen länger gemacht. Nur noch 2. Zack. Zieh die Knie nochmal so hoch wie ihr könnt. Über Hüfte, ja? Ihr seid so fleißig. Letzte Runde. 30 Sekunden. Nur High Knee Run. Ich habe die Übergänge nicht ganz so sauber hinbekommen. Arme hoch. Bauch fest. Nur 30 Sekunden. Work. Egal wie ihr hier trainiert, ob ihr mit dem Jump oder am Boden macht oder die Arme runternehmt, versucht keine Pause zu machen. Es sind nur 30 Sekunden, 15 noch. Sehr stark. Wenn ihr die Musik hört, wisst ihr, ist kurz Pause. Wir kommen zu unserem letzten Track. Klassisches Tabata. Folgende Übung. Side Shuffle, Tap, Rück, Tap. Dann in der zweiten Runde Lateral Squat Jumps. Option bei Valerie, wenn ihr nicht springen wollt oder eure Nachbarn in Ruhe lassen wollt. Es ist das letzte Lied, es geht 4 Minuten. Das heißt, ab jetzt kommt keine Pause mehr. Wir starten mit Shuffle. 3, 2, 1. Und go, 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 go. Leicht auf den Füßen, greift Richtung Boden und wartet auf den Countdown. 4, 3, 2, 1. Stopp. Rest. Nächste Runde. Lateral Squat Jumps oder einfach 4, Squats 3, zur Seite. 2, 1. Go, 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 go.
Bringt die Knie nach außen, landet mit Brust aufrecht und setzt den Po nach hinten unten. Startet und landet mit beiden Beinen gleichzeitig. Letztes Mal schon Shuffle. Side und runter. Wenn ihr die Option braucht, steppt einfach nur langsam, ja? Und tief. Okay, das war Laden. Jetzt explodieren wir wieder. Side to side. Jump. Jump. Wenn ihr federt hier nicht ab, sondern ihr landet und startet. Zack, zack. Nächste Übung. Power Burpee. Vor, rück. Vor und rück. Eure Option hier. Steppt es einfach raus. Oder kommt ein bisschen höher hier. Das war die Ladephase, Explosionsphase, ein Burpee. Jump. Kennt ihr aus dem Warm-up, heißt, ihr landet weich, Knie raus und immer durch den Squat, mit oder ohne Sprung, völlig egal. Letzte Runde. Nur 40 Sekunden arbeiten. Kommt auf den Boden. Power Burpee. Es sind ungefähr 10, wenn ihr sie auf den Takt macht. Zehn Burpees, dann haben wir es. Ihr habt's geschafft. Kein Cooldown. Wir schütteln einfach nur alles aus. Klopfen uns selber auf die Schulter. Ich bedanke mich fürs Mitmachen. Wünsche euch jetzt gleich viel Spaß mit Stretch und Relax. Bis zum nächsten Mal.